Als nächstes jemand, der seine Position nicht nur selber mag und haben möchte, sondern auch dazu noch gewählt wurde, vorgeschlagen wurde, Anton Biebel, Stadtdirektor und designierter Kulturreferent. Ich begrüße Sie jetzt ja ganz offiziell, ich bin scheinbar für den Sirius-Part zuständig, den offiziellen Teil. Ja? Genau, also normal fängt man an mit sehr geehrte Damen und Herren, aber ich sage hier liebe Usupier und Usupierinnen. Gell? Ich freue mich, dass wir gemeinsam die Verfassung von Usupis hier enthüllen dürfen. Und ich muss sagen, zunächst war ich skeptisch, ob ich hier überhaupt auftreten soll. Und wie man es in der neueren Zeit macht, man googelt natürlich. Ich habe auch Usupis eingegeben, aber irgendwie ist Utopia rausgekommen. Und das hat meine Fragezeichen noch vergrößert. Gibt es Usupis überhaupt? Ich habe aber jetzt dann über so Quervergleiche festgestellt, Usupis gibt es. Sie haben ungefähr 7000 Bewohner, ungefähr 1000 Künstler davon und 300 Botschafterinnen und Botschafter. Und es ist damit das größte litauische Kunstprojekt, sogar eine Kunstrepublik. Und das hat dann bei mir den nächsten Ehrgeiz hervorgerufen, nachdem ich von der Ausbildung Jurist bin, prüft ein Jurist natürlich immer, ob eine Republik auch wirklich da ist. Und da gibt es Tatbestände. Das erste ist Staatsvolk. Das Staatsvolk gibt es. Dieser Robboy hier, der verleiht sogar Staatsangehörigkeiten, habe ich gelernt, wenn er funktioniert. Staatsgebiet ist die zweite Voraussetzung. Usupis heißt jenseits des Flusses. Und ich habe auch gesehen, es können auch Stempel gemacht werden für Ein- und Ausreise. Das dritte ist Staatsmacht. Es gibt keine Verteidigungsminister, weil es keine Feinde gibt. Aber es gibt einen Minister für geheime Sachen, von dem er aber nicht weiß, was er macht. Und das vierte Konstitutive ist eine Verfassung, die können wir heute enthüllen. Ich war dann immer noch nicht überzeugt, aber dann hatte ich ein Gespräch mit dem Herrn Harich und dann war ich richtig überzeugt, weil er einerseits eine riesen Begeisterung übergebracht hat für dieses Kunstobjekt und für dieses Kunstprojekt. Und er hat auch den richtigen Ort gefunden. Wir versuchen ja hier im Kreativquartier auch diese Brücke zu schaffen zwischen Kunst, Kultur, Kulturkreativwirtschaft, neue Technologien. Und da würde ich ihn gern weiter unterstützen. Und ich würde Ihnen einfach empfehlen, reflektieren Sie mal einige dieser Verfassungsbestimmungen. Im Prinzip geht es um friedliches und tolerantes gemeinschaftliches Zusammenleben. Und das wünsche ich uns allen. Danke Ihnen.